Hallo, ich bin Max Kiefer. 23 Jahre alt. Ich spiele meine erste Saison auf der European Tour. Max Kiefer hat sich einen Traum erfüllt, den Millionen Golfer haben. Der Düsseldorfer verdient sein Geld mit seinem Hobby. Auch wenn das Leben auf der Tour stressig ist, genießt er jeden Moment. Manchmal, wenn man so immer nur von Turnier zu Turnier fliegt und immer nur sich, sag ich mal, auf die Ergebnisse guckt, dann vergisst man manchmal, was für eine tolle Möglichkeit man eigentlich hat, wie viel Spaß das ja eigentlich macht, dass man das, was man am liebsten macht, dass man dem auch noch beruflich nachgehen kann. In seinem Beruf ist er erfolgreich. Mit Platz 2 bei den Spanish Open sicherte sich der Golfteam Germany-Spieler bereits im Frühjahr die Karte für die kommende Saison. Und beim Heimspiel in München ließ er zumindest beim Shootout Routines wie Sergio Garcia, Marcel Siem oder Miguel Angel Jimenez hinter sich. Kiefer respektiert die etablierten Spieler, Angst vor ihnen hat er aber nicht. Am Anfang der Saison war es was Neues, daneben Tiger und Rory war direkt beim ersten Turnier in Abu Dhabi dabei. Das war schon ein bisschen aufregend, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Im Endeffekt sind es ja auch nur, sag ich mal, Konkurrenten, die man dann schlagen will. Klar, von erfahrenen, guten Spielern kann man immer sehr viel auch lernen, wenn man mit denen spielt, aber ich glaube, im Endeffekt will man die dann auch einfach besiegen. Er gehört auch dazu, Martin Keimer, wie Kiefer Düsseldorfer. Ein Vergleich liegt nahe. Wie sieht das Max? Fluch oder Segen? Ja, im Endeffekt bin ich und er ist er, aber wenn man mit so einem tollen Spieler, der ja so viel erreicht hat in seiner Karriere, verglichen wird, dann ist es auch so ein bisschen, glaube ich, eine Bestätigung, dass man auf einem ganz guten Weg ist. Mit einem anderen Deutschen verbindet Kiefer das Rookie-Dasein auf der Tour, Moritz Lampert. Beide schafften es schon zusammen auf den Titel des deutschen Golfpunk. Und noch etwas haben die beiden gemeinsam: zocken während der gemeinsamen Turniervorbereitung. Ja, Max, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber du hast beim Putt mal 150 Liegestütze gegen mich verloren. Ich würde die jetzt gern in Video auf DriveTV von dir sehen. Oh je. Ich glaube, wir müssen erst nochmal ein Rematch machen beim nächsten Turnier, Moritz. Und wenn ich da verliere, dann werden sie eingelöst. Max Kiefer ist aber auch hier ganz Profi. Schließlich sind Wettschulden Ehrenschulden. 48, 49. Wir freuen uns auf weitere Challenges und wünschen Max Kiefer viel Erfolg für die Zukunft.